Heute lade ich dich ein, in den Tempel des Lichtes einzutauchen. Der Tempel des Lichtes ist ein Bereich, welcher in deiner Seele, in deinem Innersten sich befindet. Und um in den Tempel des Lichtes einzutauchen, bitte ich dich, deine Augen zu schließen und mit deiner äußeren Aufmerksamkeit in deine innere Aufmerksamkeit einzutauchen. Atme in einem Rhythmus, so wie es sich gut für dich anfühlt. Und spüre, wie du mit jedem Atemzug ein wenig ruhiger wirst. Lasse deine Gedanken, so wie die Wolken am Himmel, kommen und gehen. Alles darf sein, so wie es ist. Du befindest dich vollkommen in der Ruhe und Gelassenheit. Und mit jedem Atemzug tauchst du ein wenig tiefer in den Tempel des Lichtes ein. Denn es reicht dein Fokus aus, deine Absicht, und so führt dich deine Absicht direkt zu dem Tempel des Lichtes. Im Innersten deiner Seele. Sobald du in die Nähe deines Tempels kommst, nimmst du ein leuchtendes Tor wahr. Es glänzt voller, heller Strahlen des Lichtes. Und du stehst fasziniert vor diesem schönen Tor. Lege nun beide Hände auf die Türen dieses Lichttores. Sie werden sich sanft öffnen, wenn du sie berührst. Und dann trete ein in deinen Tempel des Lichtes. Spüre, wie dich das weiße Licht umflutet, wie dich dieses Licht berührt. Und folge dem weißen Strahl, welcher vor dir auf dem Boden erscheint. Folge ihm, denn dieser Strahl führt dich an die Stelle, wo du deinen Seelenplan einsehen kannst.
Es sind nur wenige Schritte, welche dich führen, dorthin führen, wo sich im Boden in deinem Tempel eine Stelle befindet, in welchem dein Seelenwasser zu sehen ist. Setze dich an den Rand und betrachte den See deiner Seele. Im Moment ist das Wasser ganz still. Betrachte die Oberfläche und begebe dich mit all deiner Liebe, mit all deiner Achtsamkeit in die Absicht, Gefühle, Farben oder Bilder zu erhalten. Von deiner Seele, von deinem Seelenplan. Und alles, was sich jetzt zeigt, sind Ereignisse, welche du vielleicht noch erleben wirst oder aber Ereignisse, welche du schon erlebt hast. Lasse alles geschehen, so wie es geschieht. Denn der See deiner Seele trägt sehr große Weisheit und er lässt genau die Bilder oder die Gefühle entstehen, welche jetzt in diesem Moment gut und wichtig für dich sind. Wenn du die Gefühle oder die Bilder nicht genau erkennst, dann darfst du auch fragen. Mit deiner inneren Stimme fragst du deine Seele, was bedeutet dieses Bild? Oder was bedeutet dieses Gefühl? Oder du kannst auch fragen, gebe mir ein ganz klares Bild, ein ganz klares Gefühl, damit ich verstehe.
Und so werden genau die Gefühle und Bilder erscheinen, welche jetzt in diesem Moment für dein allerhöchstes Wohle sorgen. Es werden genau die Farben erscheinen, für welche du eine Bedeutung für deinen Seelenplan erkennen kannst. Die Energien tragen dich sanft und die Felder in deiner Seele, die Felder der Erinnerung, öffnen sich. Sie zeigen dir die Richtung, die Ziele, welche du einstmals selbst bestimmt hast. Vielleicht erkennst du auch die Menschen, mit welchen du zusammen bist. Die Gebäude, in welchen du wirken wirst. Alles ist möglich. Und so lasse dich führen von den Bildern auf deinem Seelenplan. Vielleicht siehst du auch, wie dein Weg, dein Seelenweg sein wird, ob er einfach ist oder ob er holprig ist. Empfange die Botschaften deiner Seele, der See deiner Seele trägt alle Informationen, die für dich jetzt in diesem Moment wichtig sind. Und dann nach einer Weile, wenn du sicher bist, dass du das, was für dich wichtig ist, empfangen hast, bedanke dich bei dem Wasser, bei dem See deiner Seele. Tauche eine Hand hinein und benetze mit dem Wasser dein Gesicht. Und spüre die enge Verbindung zu deiner Seele, zu dir selbst. Um dann nach einer Weile dich zu erheben und den Weg
zurückzugehen. Zurückzugehen in deinen Herzensraum, in deine Achtsamkeit. Um dort noch ein wenig zu verweilen und um dann in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurückzukommen. Und sobald du in deinen Räumen angekommen bist, bewegst du Hände und Füße, um vollkommen wieder im Hier und Jetzt zu sein.